Da sind wir wieder. Kann ich jetzt meine Gnome werfen? Nein, du wirfst keine Gnome. Du nimmst sie und wirfst sie zu irgendwelchen Trollen, damit die gegessen werden. Dann wieder zurück? Na, wieder reinstarten? Das kann natürlich sein. Nee. Bitte nicht da rein. Das sind genauso viele Gnome, wie es vorher auch waren. Ja? Also der ist wiederbelebt worden? Nicht wiederbelebt worden? Nee, glaube ich nicht. Leute, bitte geht nicht durch. Ach, Leute. Bist du dir sicher, dass du da lang willst und nicht da hochklettern willst rechts? Hochklettern? Du kannst natürlich auch offscreen laufen. Klettern? Das ist keine Mooswand zum Hochklettern? Das ist keine Mooswand zum Hochklettern. Ach du heilige Scheiße. Ich laufe jetzt offscreen. Achso, ich kann die machen das so laufen, wie bei Crash Bandicoot und rennen einfach links neben der Stage. Ja, ey! Ja, ich wollte aber auch sagen. Bist du ein Idiot? Ne, guck dir die Falle nicht zu genau an. Genau, ich wollte gerade sagen, nö. Wie die Lemminge. Ich sag's dir, das werden noch zwei. Sag ich's nicht. Komm schon, einen gibt's noch. Ja, geht doch. Ist doch. Das ist doch gut. Ist doch hier ja, Folge. Die haben alle kein... Der letzte ist aber auch so schnurstracks da reingerannt, so frei nach dem Motto, das Skript verlangt es. Jetzt geht's rund, sprach er und sprang in den Propeller. Oh ja. Das. X, okay. Unsichtbare Wand, würde ich sagen. Die springen ja auch, wenn ich... Guck mal. Siehst du, vielleicht wärst du einfach drüber gesprungen. Ja, genau. Natürlich. Gibt garantiert das Achievement, alle Gnome sicher nach Hause bringen. Hör auf, die sind da akut reingelaufen. Das erinnert mich gerade wieder an diesen einen. Sektion. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich vor Scarecrow flüchten. Ah, okay. Ja, ich wollte was sagen. Hm? Ich wollte irgendwas sagen. Irgendwas mit mich erinnert oder. Warte, das. Kannst du nochmal wieder leiser stellen hier? Gott, auf einmal ist es super laut. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Das ist jetzt richtig, richtig hummend. Denn. Nee, die Szene eben mit dem, die rennen da rein in die Fallen, hat mich an diesen einen, an diese eine Horrorfilmparodie erinnert da damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, irgendwie Bill & Ted vs. Evil oder so. Oh ja, die Kinder auf diesem, in diesem Wald bringen sich einfach um. Ja, wenn ein Typ da so in diesen Holzhäcksler reinspringt, oh, so gerade. Oh, von den Filmen so pervers. Ich hab mich gepisst voll, der war super. Nee, ich kann mit Splatter gar nichts anfangen. Ich find's Splatter. Das war ja schon kein Splatter mehr, das war ja nur noch Comedy, weil zu doof. Das war Comedy, ja, es war ja auch irgendwo witzig, aber es war schon ein Splatter. Also, boah, führ das bitte nicht weiter aus. Ich habe da wochenlang Albträume von gehabt. Aber das kann ich relativ gut wegbringen, ehrlich gesagt. Ich sag mal so, da schon, aber ich fand's einfach eklig. Er wär's. Nee, nee. Obwohl, da habe ich schon schlimmer gefunden. Fand ich Predator zum Beispiel schlimm. Wie, was denn? Was kommt? Dreh dich weg. Ja, der will nicht. Na, jetzt. Renn! Renn, Julian! Renn! Wo muss ich hin? Da rein. Oh Gott. Okay, der kloppt doch gleich in die Ich seh den doch schon stehen. Ich riech den da doch schon. Also, sicher, ich riech da doch seinen ekligen Trollatem. Na komm, der hämmert doch gleich die Faust da rein, ne? Ah.
deine stinke Socke. Ich erwarte gerade so diesen Little Nightmares. Ja, genau den. Genau den. Ja, genau. Wollte auch gerade sagen. Oh, da sind wir. Ja, finde ich das so ein bisschen schade, dass ich dir den Controller nicht aus der Hand reißen kann und die Sequenz auch hoch. Das wäre jetzt nicht gefallen. Nee, ist doch nicht schlimm. Du bist okay. Ja, aber doch, so manchmal habe ich so dieses Bedürfnis. Aber ist cool, dass du die Fallen nur siehst, wenn er drüber läuft. Das stimmt. Konnte ich eigentlich sprinten? Ja, ich glaube. Ach du Kacke. Mitten durch und dann zum anderen Busch. Direkt zu einem Busch. Oh. Ey, der hat doch extra, ich glaube, der hat auch schneller gemacht, oder? Ja, ich sehe. Hier, ich weiß, wo es ist. Ja, komm, ja, okay, geh mal nach die links. Sind bei der Übertragung jetzt tatsächlich kaum zu erkennen. Oh. Also ich werde jetzt keine Hilfe. Alles gut. Die sind auch für mich relativ schwer zu sehen manchmal. Ausgehen. Oh, auf, Junge. Was für eine Sausacke. Ist auch geil. Aber wo musst du jetzt hin? Erstmal dahinter. Dann da hoch. Wo bin ich hier noch? Ja, ich bin noch unsichtbar, ne? Was für ein Arsch. Sieh dich. Dann kann ich da dran vorbei, ohne dass er mich sieht. Das ist doch jetzt gerade richtig... Arschig gestimmt, oder? Kann ich da einfach hin? Kann ich da einfach hin? Probier's aus. Bin mir uneins. Uah. Ja, schauen wir schon. Da muss ich da drüber balancieren. Ich wollte gerade sagen, aber irgendwie sieht er nicht. Oh Gott! Alles Miese ist ja, du siehst den Troll an sich ja gerade gar nicht, ne? Da ist eine Hand. Da liegt eine Hand. Da ist der Troll. Schon recht atmosphärisch. Ja, also die Lichteffekte und alles, die gefallen mir, sieht sehr schön aus. Was für eine Hand? Wessen Hand ist das? Kann ich links rum? Statue? Nee, das hat Fingernägel, das ist keine Statue. Dann eine sehr gut gemachte Statue. Oder ist da ein Troll, der zu lange in der Sonne gestanden hat? Obwohl, nee, das war nur bei Herr der Ringe, ne? Oh Gott! Nicht so hin. Gott. Das ist ja nervenaufreibend hier. Ich hab's gedacht, wir müssen rechts weiter. Hinter dem lang. Doch einfach in eine andere Richtung, Junge. Olle, was ist denn mit dir? Wie Ole. Ole, der heißt Olle. Echt? Olle mit Doppel-L? Ich meine mit Doppel-L sogar. Olle. Olle und seine Schwester irgendwas. Du bist dumm. Du bist so ein hohler Junge. Warum springst du denn nicht? Bist du sicher, dass es sein Problem war? Und nein. Nicht ein Input-Problem. Nee, weiß nicht, irgendwie ist ja nicht gesprungen. Das alte Little Nightmares Problem. Perspektive, der größte Feind des Spielers. Ja, obwohl das in Little Nightmares ging's meistens noch, bei Darksiders Genesis fand ich schlimmer. Ja, das stimmt, aber bei Little Nightmares hattest du auch die schönen Stellen irgendwie, wo du auf Klaviere springen musstest. Nee.
Warum ist das gerade so leise? Nightmare ist aber trotzdem super. Ah, der kommt gleich irgendwo um die Ecke, wetten. Ah, der kommt um die Ecke und bringt uns um die Ecke. Der bringt dich nur um die Ecke, wenn du ihn lässt. Nein, lass ich nicht. Also, lauf! Nimm mal, wenn ich das Wort lauf sage. Renn, Junge! Renn! Das war geskriptet. Haha. Ah. Was ist das denn? Du hast den Mountain King getötet. Jetzt hast du eine Krone im Hintern. Ich bin König. Ich hab ihm den hier umgebracht. Der macht Geräusche. Oh, gut. Die nehmen wir mit. Waren die ersten, die wir getroffen haben, auch lebendig? Also diese Figuren? Und haben wir so getan als... Ja. Ach so, das weiß ich nicht. Kann sein. Ach, komm schon. Kommst mit. Oh, ja, oh, der war gut. Kick it like Beckham. Yes. Machen wir das halt so wie bei Half-Life. Wieso das Zwerg denn? Mitnehmen. Nein! Ach du Scheiße. Oh, da kommt was. Oh! Ich will gar nicht wissen, was das ist. Och nö, jetzt habe ich schon wieder Flashbacks zu Little Nightmare. Ich wollte gerade sagen, gab es da nicht so dieses. Diese Wasserszene. Ich wollte gerade sagen, das war Teil 2, ne? Ja. Muss ich da hinten rechts hin oder kann ich da auch auf die anderen Kadaver? Ich dachte, da rechts hin. Ohne eins. Nach links. Immer schön auf die Maden gespickten Sachen. Oh, das war knapp. Oh nein, oh nein, oh nein! Komm hoch, Junge! Uiuiui. Ja, was? Ach du Scheiße, da war ein Gnome drin! Nein! Auf der einen Seite heult er wegen diesen armen Viechern und jetzt... Ist er total blutrünstig und opferzieht? Doppelmoral. Ich hab doch nicht gesehen, dass da Gnome drin. Ich dachte, ich müsste einfach einen Käfig einwerfen. Ach, Scheiße. Fühle ich mich jetzt schlecht deswegen? Ich weiß es nicht. Sind für einen besseren, für einen guten Zweck gestorben. Bin mir sicher. Das Ding macht Geräusche. Und keine schönen. Was? Irgendwie die Kamera bewegen? Ich kann mich umgucken. Da ist eine kleine Maus. Ja, und? Vielleicht müssen wir die Maus... Auch in den Dings hier, keine Ahnung. Wir werfen jetzt alles da rein. Ja, ich kletter jetzt erstmal hoch. Ja, das ist nicht auch dein erster Gedanke? Bist du dumm? Du sollst nach rechts springen, nicht nach hinten. Perspektive. Ey, ich glaube, ich kann nicht nach rechts springen. Das ist das. Frage, warum kannst du die Maus angucken? Vielleicht musst du erst hoch und dann runter droppen. Ja, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch. Aber diese Maus ist verdammt groß, oder? Ach nee, wir sind geschrumpft, ne? Hör auf zu glitschen, Junge! Weil glitsch doch mal da, ja genau. Ach ja, genau, da stirbt der. Okay, ja, gut. Dieses Secret werden wir niemals erfahren. Ah,
Habe ich nicht verstanden, warum man sich die Maus angucken konnte. Ich auch nicht. Vielleicht wollten die einfach nur, dass du die niedlichen Animationen und Geräusche... Hey, guck mal, wir haben eine Maus animiert. Oh, ist das nicht toll? Sind wir schon wieder bei irgendeinem Kochstädtchen hier. Ich glaube, du musst einfach geradeaus weiter. So, nix. Da geht's auch runter, oder nicht? Ja. So, ach, da kann ich ran. Okay. Schon schön überwuchert, damit du dich dran festhalten kannst. Ah, lecker. Himmel entlang. Dieses Kind wird niemals in seinem Leben wieder ruhig schlafen können. Nee. Himmel, also ich meine, ich wäre nach der ersten Sequenz, wo ich dem einen Troll irgendwas ins Gesicht werfen musste, schon raus gewesen, so persönlich. Oh, hey. Muss ich in den Topf? Eine Axt. Warum muss er wieder balancieren, ist ja klar. Ja, muss außen rum balancieren, bloß nicht reinfallen. Das ist, was Olle am besten kann, balancieren. Oh, da war ein Stäbchen. Oh! Wieso hab ich mich jetzt erschrocken darüber? Fiefer, Fuh, Fleisch. Das ist Menschen. Toy Story. Au. Au, das waren definitiv mehr als zwei gebrochene Rippen. Auf jeden Fall das Toy Story Prinzip. Ja. Oh, das ist wieder... Was er machen konnte, ne? Deine Männchen. Kann ich wieder den König töten? Die rennen jetzt alle erstmal vor dir weg, oder? Sie greifen dich an, weil du den König getötet hast. Ich finde sie ja schon irgendwie cool, ne? Was? Ist das auch ein Troll? Aua, aua, aua! Ach so, oh, die werfen mich! So. Runter mit euch. Steine werfen gelernt. Ist geskillt. Das ist auch ein Troll oder irgendwie sowas zumindest in der Art. Jetzt ist auch so ein Steinwesen wie bei die unendliche Geschichte. Oh ja. Ein Steinfresser. Hießen die nicht so? Ja, ich glaube. Schon so lange her, dass ich den mal gesehen habe. Ich habe tatsächlich mal wieder gucken. Nur den Film geguckt. Ich habe das Buch damals versucht, aber ich war doch noch ein bisschen zu jung dafür, glaube ich. Amen. Olle felt bad for the ill-treated giant. Lammas might be big, but he had a warm stone heart. Ah, ist das nicht der, den wir schon mal gesehen haben? Also einer davon? All he longed for was a friend. His face scared away most. Even so, it seemed like he had found one. Der Arme. Hatte der keinen Unterkörper? Nee, scheinbar nicht. Aber die anderen waren ja auch irgendwie so in der Wand drinne gebaut, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr genau. Also zum Teil zumindest. Solche breiten, freien Abschnitte machen mir in solchen Spielen immer am meisten Angst. Ich meine, wenn das jetzt Elden Ring wäre, wüssten wir, da kommt jetzt gleich ein Boss. Wahrscheinlich nicht der Fall. Der Pilz greift dich wahrscheinlich gleich an. Hör zum Pilz. Ach, das ist der Stein. Der Leuchtestein.
was comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely. Wir haben den Petri frittiert hier. At least he had found the stone again. And it felt like it was his sister's way of telling him he was on the right path. In Anbetracht der Tatsache, dass er jetzt gerade versucht hat, dich sofort zu fressen, ist die Frage, ob seine Schwester noch lebt. Ich finde sowieso, dass die Trolle hier sehr schlecht dargestellt werden. Also, wieso schlecht? Ja, sind so böse. Also ich als Vorsitzender aller Trollclubs, Trollfanclubs, muss halt sagen, das ist schon sehr schade. Sehr einseitig. Ja, aber klassische Trolle sind häufig so. Trolle haben auch Gefühle. Die müssen halt essen. Und? Hä? Will ich mir jetzt irgendwie als Mensch da so ein paar Heuschrecken brate und reinpfeife? Und? Ja, aber trotzdem. Ist ja jetzt und so ein lecker Olle? Ja. Der hat aber auch das Recht, sich zu verteidigen. Ach, hör auf. Magischen Stein hat er. Und rein da! Ende. Das wäre sehr abrupt. Die haben sich nie wieder gesehen. Oh, da hinten ist so ein, oh, wie heißt denn das, Julefest, nee, nicht Julefest, das war Weihnachten. Oder ein Hirsch? Ist das nicht ein Hirsch oder sowas? Ja, nein, hinten links, dieses umblümte Ding da. Ach, Midsommar. Diese Midsommerbaum-Dings da. Ja, genau. Ich dachte, du meinst das Tier. Das Tier ist einfach eine Kuh, also eine Hirschkuh. Das wirkt gerade wieder abspannend. Ich wollte gerade sagen, es ist mir viel zu ruhig. War wieder schön Musik dabei. Die wird da sowieso gegema-claimed hier. Jetzt kommt gleich irgendwie so dieses. Also entweder kommt gleich so dieser noch kranker Scheiß oder es ist halt einfach so jetzt gleich Einblendung der Credits, weißt du? Ist das da ein Eagle-Taxi? Das kann man sagen. Das ist aber schön irgendwie. Was, ja? Es ist ein Gnome-Igel-Taxi! Alter Schwede! Wie cool ist das denn? Ist das ein Regenwurm? Oh, das ist ein Regenwurm an der Angel! Ja, damit er auch losgeht. Oh, cool! Du darfst es selber fahren. Wie cool ist das denn? Wir hatten letztens einen Igel im Garten, also im Garten am Arbeiten, guckt er so in die Ecke und dann schläft der da, aber auch nicht so zusammengekringelt, sondern so nur so der Sonne gesonnt mäßig. Super süß. Erzähl dir lieber nicht vom letzten Igel, den ich gesehen habe. Okay, ja, gut. Kann sogar schwimmen hier. Ich glaube, das coolste Mal, wo ich einen Igel getroffen habe, da war ich mitten in der Nacht auf dem Weg nach Hause. Dann rannte mitten auf der Straße so ein Igel vor mir her und ich so, guten Abend. Er ist immer schneller geworden. Ich wollte einen Schritt halten, keine Ahnung. Ja, aber er hat mich nie überholt oder ist abgehauen. Also er sah, guck mal, wie du durchs Wasser paddelt hier. Sind Igel gute Schwimmer? Das wusste ich gar nicht. Ich meine, klar, stimmt. Können die schwimmen, aber ich glaube, am Ende des Tages so kann fast jedes Tier, glaube ich. Na, das würde ich so nicht sagen. Welches Tier kann denn bitte nicht gut schwimmen? Oder nicht schwimmen? Ja, okay, nicht schwimmen ist schwierig. Ich glaube, zumindest alle Säugetiere können auch schwimmen. Gehe ich auch von aus. Aber ich glaube, es gibt durchaus auch Tiere, die nicht schwimmen können. Google das jetzt. Lässt mir sonst machen, keine Ruhe.
Ich auch wieder abspringen? Mit B. Ah, oh. Ich will Taxi nicht verlassen. War kurz. Danke, Eagle Taxi. Okay, wir werden jetzt hier von dem Gnom durch den Wald geleitet. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Der stirbt doch uns gleich. Oder wir. Kamera fährt mir viel zu weit raus. Bestimmt wieder irgendwie. Ach, guck mal, nach noch mehr Gnome. Soll ich dir die Antwort mit können alle Säugetiere schwimmen vorlesen? Ja, bitte. Nein, außer uns Menschen, die es erst mühsam lernen müssen, sich über Wasser zu halten, können aber nur unsere nächsten Verwandten nicht schwimmen. Menschenaffen, Gorilla, Orang-Utan, Schimpanse und Bonobo. Alle anderen die können nicht Säugetiere schwimmen? Finden, alle anderen Säugetiere finden sich von Geburt an im Wasser gut zurecht. Na gut. Wahrscheinlich könntest du denen das noch beibringen, aber so von Haus aus können die es nicht. Sind das normale Gnome oder? Ah nee, das sind wieder so Pollenwesen. Also so Blütenwesen. Ja, das sind Pollengnome. Und da ist wieder so ein Steinriese. Ja, und ich baller dem jetzt die ganzen. Damit er niesen muss oder was? Damit er richtig schön niesen muss. Baller ich dem jetzt alles rein. Ich fühle mich hier wie bei Pikmin. Ja. Du auch. Oh. Tschü. Hast mich zum Niesen gebracht. Jetzt gebe ich dir einen Fahrstuhl dafür. Ich glaube, die sind einfach generell freundlich scheinbar. Oh, sind halt die, obwohl die anderen haben uns ja auch immer nur angeguckt. Fahrstuhlgnome. Riesen. Riesen. Ich wollte gerade sagen, Türgnome und Fahrstuhlriesen. Irgendwie sieht das Wasser aus wie Quecksilber. Vielleicht ist es Quecksilber. Oh, was ist los, Kleiner? Du bist von einem alten Perversen beobachtet. Hält sich an uns fest. Er steuert uns. Nein. Oh mein Gott, Ratatouille. Gnomatui! Wollte gerade sagen, Ratagnomi. Jetzt werden wir von dem alten Perversen beobachtet. Du Kacke! Was ist das hier jetzt? Deine nackte Ärsche. Alles voller Ärsche. Oh mein Gott. Müssen wir das jetzt raus verpixeln? Alles wegblören. Es hat irgendwas. Oh, was ist das denn? Das muss ich eh holen, oder was? Oh! Das ist eine Figur von deinem Freund. Ja. Nehme ich mit. Oh, hätte ich vorhin auch irgendwas aufheben können bei der Maus? Vielleicht. Oh, shit. Kriegst das Collection Achievement nicht. Nein, ich wollte doch hier Completionist. Verdammt! Du musst es halt nochmal spielen. Ja, alles klar, von vorn beginnen. Hä, wo muss ich hin? Muss ich runter? Einfach über die Klippe springen. Du darfst nicht springen, okay. Ich darf nicht springen. Dann musst du wahrscheinlich da irgendwie durch. Durch dieses Geäst. Hm. Ach so, okay. Ich kann mich doch ducken. Ich dachte irgendwie mit dem Viech auf dem Kopf kann ich mich nicht ducken. Ja, du konntest schon nicht springen. Wer sagt dir, dass du dich dann noch ducken kannst? Ne? Also. So, alle aus dem Weg. Aber erstmal wieder balancieren hier. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, der Olle, der balanciert mir viel zu viel. Oh komm, als Kind habe ich das auch gerne gemacht. Ach komm. Ich mach das heute noch gerne. Ich war bin nie gut da drin gewesen. Pass auf, die gehen jetzt wieder in ihr Haus und dann kommt der nächste Troll und hämmert das Haus kaputt. Ich fand die Szene ein bisschen sehr abrupt, ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh Gott. What the heck? LSD. Ich wollte gerade sagen, was geht jetzt ab? Ich erinnere mich gerade so an... What?
What the heck? Hat er dir eben irgendwas eingeschmissen oder so? Der Opa, das war mit Sicherheit dieser perverse Opa.